Weiter geht's bei High-Rise City. In der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mit den Angestellten beschäftigen und hoffentlich bis zur Forschung kommen und natürlich auch die Busse machen. Ja, also wir haben viel zu tun. Bevor wir starten, wenn ihr im Spiel dabei sein wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt mittlerweile Nerd Apel, habe ich die Stadt benannt. Dann gibt es hier vorne die Uwansstraße. Und natürlich ist einer unserer Fischer hier hinten, der Fischer Holein geworden. Okay, gut, soviel zu dem Thema. Dann hattet ihr noch gesagt, Mensch, das mit den Straßen hier, das haben sie immer noch nicht behoben. Ich kann sagen, es ist besser geworden. Deswegen habe ich übrigens auch extra hier so eine Karte gewählt, weil das war früher definitiv noch schlimmer. Also was ich sagen kann, ist, dass sie da definitiv dran arbeiten. Das ist so meine Ansicht und es wird besser. Es ist aber immer noch nicht ganz behoben, das ist richtig. Aber das ist in meinen Augen das Gute, eine Obstplantage neu bauen. Ja, 20 Minuten, das kriegen wir hin. Und bevor wir das aber machen, will ich hier erstmal diese Leitung abbrechen, ja, und dort eine neue bauen. Aber das machen wir einmal an der Straßenseite, sodass wir dann so einmal daran gehen, ja. Und dann werden wir bitte die hier abbrechen, damit wir hier diese Sachen auch vernünftig nutzen können. Weil das sieht wirklich nicht schön aus. So, jetzt haben wir zwei weitere Möglichkeiten. Wir müssen halt Obstplantagen bauen und so weiter. Ihr seht, das machen wir jetzt natürlich nochmal fix mit fertig. Und ich würde gerne hier eine Obstplantage bauen, von hier ab. Das heißt, wir werden hier eine Straße bauen und gucken, dass wir hier eine Obstplantage reinkriegen. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Das ist eine Gemüsefarm, eine Obstplantage. Das wird, ja, uns fehlen drei. Also auch, dann werden wir einmal den Einkauf auf 10 erhöhen. Ja, komm, wir machen das mal auf 10. Das wird natürlich teuer werden, aber das ist dann einfach so. Und dann werden wir hier die Obstplantagenproduktion schon mal ein bisschen erhöhen. So, was wir ansonsten machen, wenn die Obstplantage fertig ist, wir werden hier vorne weitere hochbesiedelte Häuser bauen und uns diese Ecke hier so ein bisschen als Hauptecke nehmen, wo die Leute wohnen, und in die Richtung wird es dann mit der Produktion gehen. Ja, das ist mir dann auch mal wichtig. Jetzt machen wir uns das wieder an. Das finde ich nämlich immer ganz wichtig, gerade hier fürs Essen. Hier seht ihr nämlich immer, wir sind jetzt bei einer Fischproduktion. Die sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Obst sieht eigentlich auch gut aus. Aber Obst, wenn wir davon zu viel verkaufen, können wir das natürlich auch sehr gut oder produzieren, auch sehr gut verkaufen. Das ist also auch kein Problem. Jetzt gehen wir erstmal auf die Häuser hier. Und auch die Häuser sind also durchaus zufrieden. Da seht ihr, das ist momentan, ja, so, na, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall besorgen sie uns das Geld und lassen es in die Stadtkassen fließen. Okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Und jetzt will ich eigentlich, wann haben wir denn die 5 voll? Wann kommt das nächste Schiff? Wann ist der nächste Handelszyklus? Ah, dauert noch ein bisschen. Ja, ich denke, wir können schon mal ein kleines Gebiet hier anlegen. Das kostet, was, 27? Eieieiei. Ja, wir machen es trotzdem. Ist gespeichert. Das ist ganz lieb von dir. Auch super, dass ich das nicht abschalten kann. Wenn ihr es doch wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es ist zuweilen ein bisschen nervig, aber hey, alles okay. So, also, da kommen jetzt die ersten Häuser mit hohen Wohngebieten, die ersten Angestellten. Und ihr seht, die brauchen halt durchaus mehr, ne? Die brauchen jetzt Freizeit, die brauchen eine Schule. Gott, die brauchen Möbel, die brauchen Textilien, Gewürze. Da müssen wir also wirklich zusehen, dass wir jetzt erstmal die Produktion starten. Und jetzt sind wir bei minus 6000. Interessanterweise, weil wir... Jawohl, wir haben es. Wir haben es. Jetzt haben wir diese Sachen eingekauft und können hier bitte einmal eine Obstplantage bauen. Zack. Und dann haben wir die Obstplantage hier fertig. Ja, ich sehe da auch kein Problem, dass wir hier eine relativ große bauen. Wie gesagt, dann werden wir jetzt gucken, dass wir im Handelsmenü bitte einmal gleich das Thema... Nee, das war Gemüse.
So, einmal gleich das Thema Obst. Das sind 220 hier mitverkaufen. Ich hätte aber gerne schon so, ja, sagen wir mal 30 auf Lager. Und alles, was über 30 geht, das können wir hier verticken. Okay, so, jetzt gibt es neue Probleme. Wir haben 10.000 bekommen. Das sieht gut aus. Und jetzt gibt es hier ein paar neue Probleme. Wasser gibt es. Gucken wir mal. 214 haben wir noch. Ja, wir brauchen eine Wasserpumpe. Wahrscheinlich. Haben wir Wasserversorgungsprobleme? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wir können da nochmal was hinziehen. Ob die dort unten Wasser brauchen, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wird wahrscheinlich einfach nur das Wasser leer sein. Wenn wir da mal draufklicken, sehen wir hier unten. Ja, können wir da im letzten... Nee, wir können uns das nicht einschränken. Auf jeden Fall sehen wir, das geht hier unten runter. Das heißt, wir sind dort am Minimum angelangt. Strom sieht auch noch halbwegs gut aus. Da müssen wir nochmal... Da müssten wir aber auch nochmal ran. Okay, also kleine Wasserpumpe. Einmal dahin. Und dann sollte das auch laufen. Gut. Dann gibt es das nächste Thema. Es fehlen Büros. Ja, die würde ich tatsächlich gerne hier hinsetzen, dass die Leute halt nicht immer so weit fahren müssen. Wir machen mal Bürokomplex der Zone 1. So. Bürokomplexe der Zone 2, die will ich woanders hinsetzen. Die müssen nicht hier, die müssen nicht woanders hin. Ein Gebäude ist nicht ans Wassernetz angeschlossen. Ach, verdammt. Ja, hä. Ja. Ist doch drauf. Ja, das versteht mal einer. Ja gut, jetzt sollte es angeschlossen sein. Hoffentlich. Okay, Einführung erneut starten. Nee. Danke. Also ihr könnt die Einführung natürlich erneut starten, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Aber das Tutorial habe ich tatsächlich jetzt des Öfteren gespielt. Jetzt gibt es echt Stromprobleme. Ich fasse es nicht. Das Gebäude hat nicht genug Wasser. Es gibt nicht genug Arbeiter. Müll haben wir genug. Obst passt auch. Jetzt sinkt natürlich unsere Einnahmen hier extrem. Warum? Wir könnten bei denen die Steuern noch ein bisschen erhöhen. Die sind bei 92%. Ich vermute mal, wir haben einfach keinen Strom mehr, ne? Doch, Strom ist immer noch da. Hä? Warum hast du denn jetzt ein Stromproblem? Ja, dann bauen wir halt ein weiteres Windrad, mein Gott. Das ist jetzt ja auch kein großes Problem. Bauen wir das mal in die Ecke bitte rein. Dann sollte sich das Thema hier hoffentlich auch erledigen. Weil wir schauen jetzt nochmal gemeinsam, denn ich meine nämlich Strom, ja, ist hier in dieser Ecke überall vorhanden. Sollte also nicht das Problem sein. Okay, jetzt packen wir das doch mal dahin. Ja. Ja, unsere Reservestromverbrauch, Stromerzeugung sollte jetzt, also jetzt soll es eigentlich passen, ne? Jetzt sollte es eigentlich passen. Warum auch immer du... Steh ich nicht. Pass mal auf, was wir nochmal machen können. Wir können tatsächlich mal versuchen, die Wasserrohre hier abzureißen. Ja, jetzt geht's alles. Okay, jetzt haben wir das alles erledigt. Sehr schön. Das Stromproblem sollte auch passen. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir es. Okay, wunderbar. Also, Gemüse wird hier produziert. Strom haben wir jetzt auch genug. Müll haben wir wahrlich auch genug. Dann passt das soweit. So, nächstes Thema. Busse. Wie machen wir das mit den Bussen? Grundsätzlich ist natürlich die Frage, warum müssen wir aber Busse machen? Wir haben ja hier relativ wenig Verkehr. Aber ich kann euch sagen, dass mit dem Verkehr wird demnächst mehr werden. Wir können ja uns mal die Straßenauslastung angucken und wir sehen, das ist halt noch nicht allzu hoch, ne? Also wir haben hier unten so ein bisschen was hier. Aber wir müssen ja bedenken, unsere Wirtschaft basiert ja auch darauf, dass wir hier diese Transporte haben. Und je mehr Verkehr da ist, das ist übrigens in City Skylines Teil 1 auch schon so, desto langsamer wird das Gesamtsystem werden. Ich bekomme bei City Skylines 1 öfters die Frage, ey, mein Kohlekraftwerk arbeitet nicht mehr. Und dann liegt es wahrscheinlich daran, dass deine LKWs mit Kohle im Stau stehen. Denn ohne Kohle wird das Kohlekraftwerk nicht funktionieren. Das ist tatsächlich auch schon in dem Spiel so, ja. Das ist tatsächlich doch eine wichtige Sache. Also, das heißt, das ist grundsätzlich hier
es sieht für mich nach keinem Problem aus, aber es kann in Zukunft ein Problem werden. Und das ist eben der Punkt, auf den wir achten müssen. Deswegen werden wir jetzt, ja, wir können auch die Wegkosten uns mal angucken. Das ist alles noch kein Problem. Aber wenn wir irgendwann eine größere Stadt haben, dass wir riesige neue Wohngebiete haben und so weiter, dann wird das ein Problem werden. Eine Hanfdämmstofffarm, das können wir irgendwann mal machen. Dann wird das irgendwann ein Problem werden. So, deswegen will ich einen Bus bauen. Und dazu gibt es die Busstationen. Jetzt muss ich die nur noch mal finden. Die gibt es hier. Die kosten nur Geld. Was heißt nur Geld? Deswegen würde ich eine gerne hier hinbauen. Weil ich finde, das ist eine sehr gute Ecke. Einmal hier vorne. Und dann gibt es eigentlich zwei Sachen, die ich erreichen möchte. Ich würde gerne einmal den Teil hier unten erreichen mit den Fischern. Denn hier sind natürlich auch viele, hier arbeiten natürlich auch viele Leute. Und vor allen Dingen, was heißt viele Leute? Es sind 40, 80, 120. Wir haben 3000 Leute. Wir können hier oben nochmal gucken. Ihr seht, da arbeiten nur 16. Hier wären es zum Beispiel 115. Ja, also wir sollten einmal gucken, dass wir dort eine hinkriegen. Dass die Leute einmal in diesem Bereich fahren können. Dann würde ich gerne versuchen, möglichst viele Gebäude aus diesem Bereich zu nehmen. Einmal dort. Und da müssen wir jetzt schon gucken, wie wir fahren. Ne? Das heißt, ich würde ihn hier unten drehen lassen. Hier lang. Dann hier einsammeln. Und ja, jetzt ist die große Frage, auf welche Seite wir das hier bauen. Ich würde es erstmal hier versuchen. Und dann möchte ich gerne noch eine hier oben haben. Das machen wir. Kreuzungen sind zu nah aneinander. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Ah! Das ist natürlich doof, ey. Ernsthaft? Oh, wie doof ist das denn? Das ist ja Mist. Okay, jetzt kann ich da oben keine. Nur hier. Dann machen wir das da. Und hoffen mal, dass wir bei der Bushaltestelle. Ah, wir können es nicht erweitern, ne? Das ist schade. Okay, gut. Also, dann machen wir uns die erste Route. Einmal auf den Transportlinienmanager. Dann klicken wir einfach auf Plus und jetzt habt ihr hier eine Pipette. Und damit können wir jetzt sagen, wo wir losfahren. Also ich würde auf jeden Fall gerne da losfahren. Und dann idealerweise, wir fahren einmal da lang. Dahin. Das ist jetzt momentan natürlich einmal und dann einmal dahin. So, also mal gucken, wie er fährt. Er fährt hier rum, fährt dann hier lang, fährt dann da lang und dann hier hinten die Route zurück, dreht um und fährt wieder da lang. Ja, das sieht gut aus. Die Route wird angelegt und dann haben wir hier unseren Bus, der jetzt hier lang fährt. Er hat jetzt hier zwei kleine Busse oder drei Busse. Nee, Moment. Hier stehen drei, da sind es zwei, ja, zwei Busse geplant. Es gibt hier große Busse. Ja, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, welche wir nehmen. Im Moment sind die kleinen Busse geplant, aber das sieht erstmal ganz gut aus. Moment, die eine heißt Fetti-Bushaltestelle. Rathaus Gerke. Das ist ja okay. Gut, tja, da fahren jetzt die Leute lang und da werden jetzt die Busse abgeholt. Und der fährt erstmal knallhart vorbei. Aber hey, so ist life. Gut. Alles klar, dann haben wir auch das Thema Bus erledigt und ja, da müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir unsere Leute hier glücklich machen. Ihr seht, die zahlen zwar noch keine Steuern, sind aber aufgrund der Gegebenheiten natürlich auch ein bisschen unglücklich. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt darauf achten und wir haben jetzt noch die Aufgabe, dass wir noch eine Hanfdämmstofffarm bauen. Das können wir auch machen. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung, ob wir die zum Beispiel hier reinkriegen. Alternativ machen wir hier eine Kreuzung und da eine Kreuzung und werden das Ding umbauen oder erweitern nur zum Müllthema. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Können wir mal schauen, ob wir da Handdämpfen. Aber ich wette, dass, genau, hier gibt es eine Kollision. Dann werden wir einmal zwei Straßen planen. Auch hier eine kleine. Ich würde gerne von da aus losgehen. Ja, wir nehmen die mit. Einmal dahin. Und dann werden wir das hier jetzt als zentralen Müllplatz nutzen und können in die Ecke unsere Hanfdämpfstofffarm bauen. Das machen wir dort unten hin. Oder?
Der Punkt entscheidet die Ausrichtung. Das ist wichtig, da müsst ihr darauf achten. Ihr seht, jetzt werden wir an der Straße ausgerichtet. Das ist auch die Ausfahrt und die Einfahrt, weil wir ja hier LKWs brauchen, die das Ganze abholen. Ja, da müsst ihr auch drauf achten, auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, an der Ecke liegen wir besser. Okay, dann bauen wir das Ding einmal. Wie gesagt, Hanf-Dämmstoffe können wir immer gebrauchen, genauso wie Holzbretter. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt sind wir leicht im Plus wieder. Wir haben jetzt wieder diese 10 hier eingekauft. Aufgabe abschließen, zack. Und dann sieht das auch ganz gut aus. So, eine Frage, die sich auch mir immer stellt, ist, warum werden meine Waren nicht abgeholt? Nun, das könnt ihr hier an einem relativ einfachen Indikator sehen. Auf den Gebäuden, die etwas tun, seht ihr hier oben immer so ein Rädchen. Das ist zum Beispiel hier, ja, das ist ähnlich wie in Anno 1800. Da sind es die Handkarren, die irgendwo rumfahren. Hier ist es ähnlich, da sind es die, wie auch immer, Flugzeug. Wie auch immer man es nennt. So, hier hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Möglichkeiten. Ja, das seht ihr hier. Und da sind zufälligerweise auch zwei, die hier etwas machen. Und das ist im Prinzip auch die Auslastung. Das seht ihr hier, 25%. Er hier zum Beispiel hat schon eine relativ hohe Auslastung, 83%. Und das liegt natürlich auch an seinem großen Radius, ja, den er hier besitzt. Wir könnten übrigens auch mit so einem Fahrzeug mitfahren. Das wäre auch kein Problem. Also was heißt mitfahren? Wir können uns das Fahrzeug hier heranzoomen und einfach mal gucken, wo die beiden hinfahren. Ja? Das sind jetzt unsere beiden Obstlaster, die jetzt hoffentlich hier irgendwo hinfahren. Und jetzt können wir dem mal folgen. Und dann wird er das Obst jetzt in der Spedition abliefern. Damit wird es dann auf unserem Konto gutgeschrieben. Und dann passt es. Ihr könnt übrigens natürlich auch diese Lagergrößen hier erhöhen. Das ist auch kein Problem. Und wir haben übrigens fast keine Müllkapazität mehr. Deswegen ist das hier mit der Müllecke eigentlich ganz gut. Müll. Das ist die Skylines, gibt es einen extra Müllknopf. Das irritiert mich immer wieder, dass es den hier nicht gibt. Aber wir machen mal 30 Bretter. Hey, Witzka. Na gut, wie dem auch sei, wir brauchen es. So, wie sieht es denn jetzt bei der Aufgabe aus? Erst 200 Angestellte. Ja, also wir müssen da definitiv ran. Wir müssen hier immer am Ball bleiben. Wir sind hier bei 8 von 9. Da sind wir bei 7 von 7, 14 von 7. Das passt eigentlich. Und dann könnten wir gleich eine weitere Gemüseplantage planen, die genauso groß ist wie hier. Obstplantage? Nee. Also noch eine Obstplantage mache ich nicht. Tut mir leid. Liebe Entwickler, ein bisschen sinnvollere Aufgaben wären gut. So, das machen wir nach da. Dann gucken wir mal, dass wir hier eine entsprechend... Na? Gleich große Gemüseplantage planen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht in Kollisionen endet. Und da fehlen uns 27 Bretter für. Das könnte in der Tat ein bisschen viel sein. Dann planen wir das nochmal um. Und machen die Straße einmal da entlang. Ja. 90 Grad bitte. Ich mag es gerade. Jetzt kommen wir da hoffentlich ran. Nein, immer noch nicht. Können wir da schräg gehen? Komm, dann gehen wir da so schräg drum rum. Warum auch immer ich da nicht gerade komme. Jetzt fehlt mir übrigens so ein Tool wie Move It, weil es, also ich meine ganz ehrlich, das Guide hier, da ist hier vorne die Bounding Box, die das hier verhindert. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt würde ich gerne so ein Move It Tool haben. Aber gut. Dann werden wir erstmal die Gemüseplantage ausbauen. Zupf. Dann bauen wir noch einen weiteren Fischer. Wie gesagt, Nahrungsproduktion ist wie in allen anderen Spielen immer, immer wichtig. Ach, deswegen. Ja, okay. Dann bauen wir es dahin und schließen ihn da an mit einer Straße. Das liegt natürlich an dieser neuen Straße, die wir gebaut haben. Straßenwinkel zu klein. Dann von hier. Ja, machen wir es dahin. Okay, gut. Dann haben wir den nächsten Fischer fertig. Da unten brauchen wir natürlich auch einen
Wasseranschluss, ganz klar. Gehen wir mal von hier ab. Und dann haben wir nämlich auch die Gemüseplantage fertig, dass wir hier mehr Gemüse produzieren. Ihr seht, wir sind hier wirklich jetzt an der Grenze gewesen, Fisch. Und dann haben wir das alles fertig. Okay, Möbel. Ja, nächstes Thema. Wir müssen, um unsere Forschung zu aktivieren, brauchen wir die Ortschaft. Dazu brauchen wir die Angestellten. Um die Angestellten glücklich zu machen, brauchen wir diese Konsumgüter und unter anderem diese Sachen hier. Ja, jetzt können wir mal gucken, dass wir die Steuern noch vorher ein bisschen anheben. Vor allen Dingen die hier, die können jetzt aufs Maximum gezogen werden. Das können wir zumindest auf, ich denke auf 18 können wir die schon hochdrehen. Wobei es hier egal ist, die haben wir noch nicht. Ja, das ist in dem Fall schon okay. So, jetzt müssen wir Möbel produzieren, Textilien und Gewürze. Gewürze können wir am Anfang erstmal nur einkaufen. Das können wir nicht selbst produzieren. Da habt ihr also keine Chance. Textilien und Möbel können wir produzieren. Produktionskette Möbel. So, wir brauchen also Bretter und oder Holz. Das werden wir sehen. Und dann gibt es hier die Möbel. Da gibt es entsprechend Holz. Und jetzt ist die große Frage, wie viel Holz brauchen wir für eine Kette? Und das sind hier tatsächlich 10 Holz. Und da kommen dann 4 Möbel raus. Das heißt, wir hätten sogar ein Holz übrig zum Verkaufen. Wir könnten also mit unserem Thema Holz ein Sägewerk mit einem kleinen, wir haben leider noch keinen mittelgroßen Holzfällerbetrieb. Wir brauchen also 2 davon, um eine Möbelproduktion zu versorgen. Und das werden wir einmal hier oben hinsetzen. Dann wird natürlich die hier vorne in der Produktivität ein bisschen sinken, aber wir haben dann ja einen übrig. Ich hoffe, das gleicht sich aus. So, einmal einen kleinen Holzfällerbetrieb. 100% und 100%. Passt. Dann werden wir hier vorne bitte einmal die Möbelproduktion hinstellen. So, da brauchen wir 500 Strom. Das haben wir, 500 Wasser, 30. Wir haben noch 39 Büros frei. Das passt also. 2x2 Straßenanschluss, 80 Leute. Wie viele Leute haben wir denn überhaupt noch hier? Arbeitslose 81. Na, dann müssen wir also gleich hier vorne noch ein bisschen nachbauen. Das machen wir am besten mal zuerst. Und dann bauen wir einmal die Möbelproduktion auf. Das machen wir mal. Tja, jetzt ist die große Frage hier hin. Ja, wir machen es hier hin, damit wir hier unten die Möbel haben. So, ist die Frage, wie groß ist deren Reichweite bis genau hier ran? Ah, das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Okay, gut, das lassen wir so. Und er ist jetzt natürlich auch voll ausgelastet. Er hat relativ viel zu tun. Da müssen wir mal gucken, ob wir eventuell sogar noch eine Spedition setzen. Das könnte durchaus helfen. Das ist jetzt, das wird ansonsten sehr wenig. Okay, also Road to Forschung ist dabei. Jetzt sind hier mehr Leute, mehr Familienhaus hier. Und wenn ihr schon immer mal mehr Familienhaus sein wolltet oder irgendwas in die Richtung, dann sagt auch hier gerne Bescheid. Okay, also Produktionskette Möbel steht. Die haben gerade ein Minus gehabt. Ja, das liegt mit Sicherheit an den Steuern. Ja, alles klar. Wir sind bei 30% Steuern. Aber solange die noch ein glückliches Gesicht haben, ganz ehrlich, ist mir das wurscht. Irgendeiner muss ja den ganzen Kram hier bezahlen. Ich frage mich nur gerade, warum wir bei 25.000 sind. Ah, okay. Jetzt sind wir bei what? 11.000 Handel? Eieieiei. Ja, wir müssen euch. Das Spiel ist gespeichert. Wir müssten eigentlich echt die Straßen runtersetzen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir das machen. Straßenmeisterei. Günstigere Straßen. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich meine, wir konnten irgendwann die Sachen hier entsprechend anpassen. Forschung, neues Gebiet, Eisenerz, Eisenmine. Ja, wir müssen erstmal die ganze Basis hinkriegen. Und wir haben jetzt Missions, neue Gebiete. Also die Missionen sind cool, aber die Missionen machen im Moment relativ wenig Sinn bei uns, weil einfach, ja, weiß ich nicht, also wir haben halt eine Obstplantage oder genügend Obstplantagen.
Ja. Gut, dann gucken wir uns das nächste Thema schon mal an. Das ist das Thema Kleidung. Und dazu brauchen wir eine Schaffarm. Und da muss man mal gucken, wie viel wir kriegen. Kleidung ist vor allen Dingen natürlich auch ein Thema, was ihr extremst gut verkaufen könnt. Ja, also das ist wirklich eine Sache, die wir sehr gut verkaufen können. Und ich sehe gerade, dass wir natürlich relativ wenig verkaufen jetzt, dadurch, dass wir so viel bauen, ne? Ah, wir haben das auf 50 stehen. Eieiei, okay. Dann werden wir das mal auf 5 reduzieren hier, dass wir nicht mehr so viel einkaufen. Und wir verkaufen natürlich momentan relativ wenig. Jetzt könnte wieder ein Schwall Gemüse kommen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, gut. Also, Kleidung. Da können wir gucken, dass wir hier die Schafproduktion hinkriegen. Aber da müssen wir gucken, er braucht hier auch Farbe. Gucken wir uns gleich mal an, wo das herkommt. Im Moment würde ich sagen, Farbe müssen wir wohl importieren. Ja. Da werden wir wahrscheinlich erstmal keine Produktion finden. Zumindestens sehe ich, falscher Knopf, sehe ich das hier bei uns noch nicht. Auch hier vorne sehe ich keine Möglichkeit, irgendwie Farbe zu produzieren. Das werden wir also erstmal einkaufen müssen. Aber es wird sich lohnen, denn die Klamotten werden extrem gut zu verkaufen sein. Wir müssen 6 produzieren und damit werden wir, also müssen 6 Wolle machen, um das Ganze auszulasten. Und da können wir schon mal schauen, was wir dazu brauchen. Ich würde erstmal das Stückchen so abgrenzen und dann werden wir mal gucken, dass wir eine Schaflamm platzieren. Die hätte jetzt eine Produktion von 3. Okay, also dann werden wir das doppelt so groß machen. Und hiermit hätte die Schaffarm jetzt eine Produktion. Ja, also vorher waren es 3, jetzt sind 6. Jetzt fehlen natürlich noch Ressourcen. Was? Minus 5 fehlen immer noch? Wow. Okay, da müssen wir noch ein bisschen, für sparen. Jetzt sind wir erstmal bei plus 200 wieder angelangt. Wir gucken mal auf die Kosten. Ja, wir haben jetzt 3300 gehandelt. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wie könnten wir hier noch die Steuern erhöhen? Ne, können wir nicht. Was wir machen können allerdings, ist Bildung und Freizeit aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt hier natürlich einmal bei dem Thema Freizeit, das möchte ich auch hier hinsetzen in diesem Bereich, einen kleinen Park, einen Spielplatz und so weiter. Und das kostet 4000. Und ihr habt auch hier, ja, das wird schwer, das wird nicht passen, ne? Doch, ich möchte das gerne hier hinsetzen, weil hier unten sollen keine weiteren Gebäude hin, hier unten Richtung der Fischerei oder so. Das finde ich nicht gut. Wir setzen den dahin. Und dann kommt das nächste Thema, das Thema Bildung. Jetzt gucken wir mal, da haben, das braucht auch 3 Werkzeug, aber das ist in dem Fall egal. So, wenn wir das hier hinsetzen, dann haben wir auch da alles abgedeckt. Beziehungsweise das können wir auch... Ah, Mist, das passt nicht. Das könnten wir auch besser hier hinsetzen. Weil wir uns ja in die Richtung erweitern wollen. Oder halt hier hin, aber da passt es nicht. Okay, dann müssen wir tatsächlich die Leute aus ihren Häusern vertreiben. Das tut mir jetzt ganz schrecklich leid. Also so ein ganz bisschen auf jeden Fall. Dann bauen wir bitte hier die Schule hin. Tja, jetzt ist die Frage so rum. Ich würde es lieber gerne so rum bauen. So. Mhm. Nee, fahren wollte ich jetzt tatsächlich in dieser Folge hier nicht. Und dann sollten wir auch in der Lage sein, von denen hier die Steuern einfach auf 20 zu erhöhen. Das sollte hoffentlich klappen. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Ja, und ihr braucht Büroplätze. Das kriegen wir beides hin. Wir machen erstmal hier die kleinen fertig. Und dann kommen hier hinten in den Bereich, zack, kommen nochmal die großen rein. Und dann sollte es für heute auch langsam passen. Die werden jetzt hoffentlich hier noch die Büros bauen. Die werden hier jetzt Bevölkerung aufbauen. Und dann sind wir schon mal mit einem Viertel fertig. Wir müssen natürlich auch hier noch weitermachen. Wir haben jetzt ein paar Facharbeiter abgerissen. Die brauchen auch wieder ein bisschen Platz. Und wir sind auf dem Weg zur Forschung. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.